Meine Damen und Herren, ab jetzt wird der Abend endgültig auch für Sie einer, den Sie mit zu verantworten haben. Wären Sie bereit, mal auf die Bühne zu kommen? Ja. Ja, so, ja. So, wenn Sie sich bitte setzen. Meine Damen und Herren, wir... Sie sind nur zu einer Demonstration hier. Meine Damen und Herren, Sie wissen, letztes Jahr war in Frankreich die Feier zur Französischen Revolution. Meine Damen und Herren, die Historiker unter Ihnen werden wissen, dass Monsieur... Die Historiker unter Ihnen werden sicherlich wissen, dass Monsieur Guettin ein Verhältnis mit Frau Bouillon hatte. Meine Damen und Herren, würdest du mir bitte eine Gurke bringen? Meine Damen und Herren, sag mal, kannst du die nicht höher tragen? Meine Damen und Herren, vielleicht haben einige von Ihnen auch den jungen Werther gelesen. Ein ähnliches Verhältnis war es nur, dass Monsieur Guettin dieses Verhältnis überlebte, der junge Werther, wie wir wissen, nicht. Während Monsieur Bouillon auf Geschäftsreise war, half Monsieur Guettin Frau Bouillon beim Gurkensalat. Sie wissen, die Bouillonsuppe mit Gemüseeinlage ist weltberühmt geworden, meine Damen und Herren. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass Monsieur Guettin dazu zwei Hände brauchte. Deshalb entwickelte er eine Maschine, die später Weltruhm hat. Sie sehen hier das Urmodell, meine Damen und Herren. Es wurde uns vom Louvre zur Verfügung gestellt. Aus dem Raum, wo auch das Urmeter liegt. Meine Damen und Herren, bitte. Abdullah, bitte die nächste Vorführgurke. Ja, führ sie bitte ein. Ja, mach schon. Meine Damen und Herren, ich Ihnen bitte das Häppchen ausziehen. Meine Damen und Herren, Monsieur Guettin war wiederum auf Besuch bei Frau Bouillon, hatte aber aufgrund seiner genialen Erfindung dadurch die eine Hand frei. Monsieur Bouillon war auf Geschäftsreise, Monsieur Guettin war bei Frau Bouillon und sie fertigten für die nächsten Gemüsesuppen die Gurken ein. Sehen Sie, meine Damen und Herren,
Jetzt bitte die nächste Gurke. Es sind zwei Sehnsüchte und man hat zwei Hände. Wegmahlzeit soll auch Arbeit sein. Ja. Sie konnten sich hier ausruhen und das Gurkensoll war mit einem riesigen Schlag zu schaffen. Meine Damen und Herren, und nun werde ich Ihnen vorführen, wie die Entwicklung des Gerätes weiterging. Wie schon gesagt, fing an, die Revolution ihre Kinder zu fressen. Die Henker kamen mit den Köpfen nicht mehr nach. Und Monsieur Guillotin ging mit dieser Handmaschine zu Robespierre und Danton. Meine Damen und Herren, vielleicht, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf, waren für die Vorführung, der Louvre war ja voll mit Gefangenen, waren auch einige vom blauen Blut dabei.